Beim aktuellen Projekt durften wir die Demontage und die Montage der Fenster vornehmen. Es wurden rund 650 Quadratmeter Fenster demontiert und wieder montiert. Auch durften wir sämtliche Abschlussarbeiten vornehmen. Die Herausforderungen bei einem Umbauprojekt liegen sicher darin, sämtliche Fenster exakt im Wasser zu montieren. Der durchschnittliche Fenstermonteur misst heute, indem er sich den Laser im Raum bzw. auf den Laibungen festmacht und misst die Fenster über die Referenzmaße ein. Der Lino konnte uns auf dieser Baustelle sehr gut unterstützen, da wir auf einer Fassadenlänge von ca. 20 bis 30 Metern die Fenster alle auf dieselbe Höhe einstellen, respektive mit Shiftern unterschiften mussten. Und somit konnte man durch das Nachmessen jedes Fenster auf die gleiche Linie setzen. Vom Aufstellungsort wird ein Referenzmaß genommen und mit Shiftplatten wird jedes einzelne Fenster angehoben bzw. gesenkt. Sehr zu unserer Zufriedenheit waren die magnetischen Adapter, da wir aufgrund der engen Platzverhältnisse keinen Platz für ein Stativ hatten und somit konnten wir den Laser auf eine Zarge montieren und somit sind diese wirklich super zum Einsatz gekommen. Die Sichtbarkeit vom Lino Laserstrahl ist sehr gut. Wir durften früher mit einem roten Laserstrahl arbeiten. Dieser war bei diffusen Lichtverhältnissen bzw. bei Arbeiten im Außenbereich kaum sichtbar. Die Zeitersparnis durch den grünen Laser ist nach Aussagen meiner Monteure ziemlich erheblich. Also die Bedienung des Lasers ist sehr einfach, da er nur über einen Knopf verfügt und man mit diesem sämtliche Funktionen bedienen kann. In erster Linie die Vorteile sind sicher die sehr gute Sichtbarkeit des grünen Lasers, des Laserstrahls, die lange Batterielaufzeit und die einfache Bedienbarkeit. Mit dem Leica Lasergerät waren wir sehr zufrieden und ich würde es auf alle Fälle weiterempfehlen.